Dieser Nissan Leaf auf dem Parkplatz des Energieversorgers NRW in Hagen stabilisiert das Stromnetz. Das Zauberwort heißt Vehicle to Grid. Das Elektroauto speichert überschüssigen Strom, kann ihn bei Bedarf aber auch wieder ins Netz abgeben. Damit gleicht der Wagen Schwankungen im Stromnetz aus. Das Elektroauto ist deutschlandweit das erste fahrbare Kraftwerk der Primärreserve. Die komplexe Einbindung ins Stromnetz haben neben NRW der Autohersteller Nissan und der Mobility House aus München realisiert. Entsprechend feierlich drückten die Beteiligten zum Start auf den symbolischen roten Knopf. Thomas Raffeiner, CEO und Gründer von The Mobility House, erläutert den geladenen Gästen aus Politik, Energiewirtschaft und Medien, wie das System funktioniert und welche Bedeutung das Projekt für die Zukunft hat. Heute ist in der Tat ein historischer Moment. Wir haben gezeigt, dass man Elektroautos wie ein Kraftwerk in die Energielandschaft integrieren kann. The Mobility House entwickelte die Software und Steuerungstechnologie für das Projekt. Bei der Primärregelleistung muss der Leaf innerhalb von Sekunden auf Schwankungen im Stromnetz reagieren und entweder Energie aufnehmen oder abgeben. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat das Elektroauto gemäß der regulatorischen Anforderungen qualifiziert. Das Pilotprojekt kombiniert zukunftsweisend die Sektoren Energie und Mobilität. Heute ist für mich als Freund der Sektorkopplung ein Honigkuchentag. So kann es weitergehen. Wir brauchen Speichertechnologien und zwar in allen Bereichen so schnell wie möglich, damit wir unsere Ziele, CO2 zu reduzieren, Wind- und Sonnenenergie ins Netz hineinzubekommen und auszusteigen aus der Verbrennung von Kohlen, möglichst ohne Strukturbrüche hinbekommen. Das, was wir heute sehen, ist auch ein Angebot für die Kumpel in den Braunkohlenrevieren. Noch ist die Vehicle-to-Grid-Technik ein Versuchsfeld für den gewerblichen Bereich. Für Privatnutzer bestehen regulatorische Hürden bei der Netzeinspeisung. Außerdem kann bislang nur ein CHAdeMO-Anschluss Energie in beide Richtungen leiten. Bei NRW erprobt zunächst eine Flotte von 5 Dienstfahrzeugen diese Technologie. Und das ist natürlich klein gedacht, zunächst mal nur ein kleiner Schritt. Aber wenn man eben damit bedenkt, dass man eben sehr viele Fahrzeuge hat zukünftig, dann kann das ein sehr großer Schritt Richtung Netzstabilität sein. Das Pilotprojekt in der NRW-Zentrale soll belegen, das Elektroauto ist ein hilfreicher Baustein in der Energiewende. Damit kann man schwankende Erträge aus Sonnen- und Windenergie auffangen und gleichzeitig das Stromnetz im Gleichgewicht halten.